Hallo und herzlich willkommen zu World of Tanks mit Mu. Diesmal sind wir auf Malinowka. Ich sitze in einem Objekt 140 zusammen mit dem Zix und dem Xnui. Sie fahren beide ein T110E5 und ein IS-4. Diese beiden Matches, die ich euch heute mitgebracht habe, sollen eigentlich nochmal zeigen, wie schwer es ist, auf dem Objekt 140 einen Ace-Tanker zu bekommen. So, wir sind ja hier auf Malinowka und wir sehen schon im Gegner-Platoon. Im Gegnerteam haben wir ein Platoon von Suicide Division, 3 Objekt 140 und diese werden es uns alles andere als einfach machen, überhaupt zu gewinnen. Unglaublich gute Performance, die die Jungs hier abgeliefert haben, also wird das Ganze ein Match zwischen Jumbo und SD. So, das Match startet, wir ziehen direkt nach rechts, versuchen hier irgendwas aufzumachen. Da sehen wir auch schon den Briten 10er Medium, dem konnten wir auch direkt einen Schuss verpassen, 313. Bisschen low, ich roll hier irgendwie immer low. Gerade wieder 300. 320 sollte eigentlich Durchschnittsschaden sein, aber irgendwie kriegt mein Panzer das nicht so recht hin. Aber wir haben unseren ersten Kill in den ersten guten 50 Sekunden. Das ist nicht schlecht. So, jetzt geht's daran, die Scouts hier abzufangen. Direkt rechts neben mir, beziehungsweise eigentlich vor mir, kommt schon der erste Suicide Division in seinem Objekt 140 angerollt. Und bringt sich hier in Position, während seine zwei Freunde auf der 1er-2er-Linie stehen. Also hier alle strategische Positionen perfekt eingenommen. Wir haben hier ein paar Problemchen, unsere Panzer überhaupt aus dem Startgebiet zu kriegen, ohne dass diese sofort vernichtet werden. Das hat natürlich ein klein wenig mit diesen 4 Artillerien zu tun auf der Gegnerseite. Davon zweimal die 9er-Badget, die verdammt schnell schießt. Und nun habe ich hier ein Objekt 140 in einer perfekten Position vor mir. Ich kann nicht drauf schießen, da ich keine Allegan-Depression habe. Er kann nicht auf mich schießen, da ein Hügel dazwischen ist. Nun warten wir beide auf Support. So, nochmal ein bisschen näher ran. Tuchfühlung aufnehmen und schnell zurück. Oh, war das knapp. Habe ich mir fast gedacht, dass die Artillerie hier eingeranged ist. Konnte dem Schuss wirklich perfekt ausweichen. Aber ich bin hier in höchster Gefahr, denn seine beiden Freunde sind natürlich immer noch auf der K-Linie, können hier auch reinwirken, wenn sie vorfahren. Da ist er. Deswegen fahre ich hier auch wieder zurück, will mich natürlich hier nicht zum Ziel machen, nicht unnötig. Wenn, dann soll es auch was bringen. Viele fragen mich ja immer, welcher Panzer ist denn nun besser, der T-62A oder das Objekt 140? Eigentlich sind es fast die gleichen Tanks, nur finde ich das Objekt 140 irgendwie besser. Ich komme irgendwie besser damit klar. Die Kanone verzieht nicht so sehr, auch wenn sie ein bisschen ungenauer ist. Aber sie trifft irgendwie öfters meine Ziele, die ich anvisiere. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall fahre ich lieber mit dem Objekt 140 als mit dem T-62. Außerdem ist die Frontpanzerung sehr viel besser. Hat zwar weniger Millimeter, ist aber besser angewinkelt. So, jetzt haben wir eine Chance, hier auf das Objekt zu gehen. Jetzt muss ich es riskieren. Er ist abgelenkt, wird von einem Waffenträger auf Panzer 4 beschossen. Deswegen mischen wir uns da jetzt ein. Auch wenn wir jetzt von Artillerie kriegen. Aua, gleich zwei. Das war übel. Da wird wahrscheinlich gleich noch einer kommen. Wir werden nämlich ein wenig brauchen. So oft, wie ich hier low rolle. Eigentlich sollten es öfters 320 Damage sein. Aber das passiert eher selten, wie man sieht. Aber gut. Hauptsache der Panzer ist raus. Haben da dick eingesteckt. Richtig, richtig übel. 1200 Damage. Nur von Arti. Ah, da habe ich Pech gehabt. Aber ich lebe noch. Und nun müssen wir versuchen, hier einen Schuss auf den AMX-50B da hinten zu kriegen. Ah, da geht er nochmal auf. Jetzt haben wir auch endlich Gun Depression und können drauf schießen. Schöner Schuss. Konnten zusammen mit dem 121 dort einen ordentlichen Schadensoutput generieren. Da fährt er wieder vor. Haben ihn perfekt im Turm erwischt. 300. Jetzt bitte kein Low Roll. Bitte kein Low Roll. Ach, sehr schön. Einmal Glück. Und wir haben unseren nächsten Zehner rausgenommen. Abpraller vom Objekt 140. Von der K-Linie. Die sind also immer noch da. Jetzt schnell in Sicherheit. Da haben wir Glück gehabt. Da konnten wir unser Objekt hier noch schnell Hull down fahren, sodass der Gegner nur auf den Turm schießen konnte. Unser Nui hat weniger Glück. Ist ebenfalls aufgegangen. Kriegt dort ordentlich eins auf den Deckel. Und. Ja, da kommt die Arti. Ja, Heavy Tanks, Artillerie, Malinowka, das sind drei Sachen, die vertragen sich überhaupt nicht. Letztens stand ich hier auch mit dem T-34, das Spiel ging los, ein Chefi kam uns entgegen und ich war tot. Konnte mich gerade mal 20 Meter weit bewegen, war echt spaßig. Gut, wenn ich jetzt unsere Arti wäre, würde ich mich einfach mal nach Norden auf den Hügel verziehen, aber unsere Arti bleibt stehen, da hat sie Pech gehabt. Da werde ich auch jetzt
kein Stück helfen. Six wird da hoffentlich noch ein bisschen aushalten, so dass wir deren Artillerieunterstützung ein bisschen unter Feuer nehmen können. Zusammen mit dem 121er und dem T-54. Hoffen wir einfach mal, dass dieser Plan gelingt. Die Artillerie muss raus, sonst verlieren wir dieses Match. Nummer 1 ist raus, aber die Badgets sind wirklich die gefährliche Sorte. Ich bin ja immer noch dafür, dass man hier ein Cap von maximal 5 Artis, von maximal 3 Artis macht. Aber gut, 5 sind auch okay. Muss man halt ab und zu mal mitleben. Natürlich mitten auf Malinowka. Jetzt haben wir hier einen T-95 aufgemacht. Diesen lenken wir jetzt ab, dass unser T-54 nun über die A-Linie kommt und noch ein bisschen Arti rausnimmt. Wir müssen ihn nur beschäftigen. Der E4 ist nicht mehr hier. Der steht unten in der Basis. Zix hat sich da ein bisschen sehr weit vorgewagt. Unser Nui ist mittlerweile draufgegangen. Aber wir können jetzt diese Artillerie hier rausnehmen. Eine nach der anderen. So haben wir eventuell eine Chance, wenn es unsere Arti mal rafft, sich zu bewegen. Aber irgendwie wollen sie das nicht. Tja, haben sie Pech gehabt. Da werde ich garantiert nicht meinen Panzer riskieren, um so etwas ja irgendwie zu retten. Der T-54 hier war ziemlich gut. Holt jetzt auch hier eine Arti nach der anderen, hoffe ich zumindest. Wir müssen weiter den T-95 beschäftigen, damit er nicht unseren T-54 rauskloppt. Das kann nämlich mit dem Highroll ganz, ganz schnell gehen. So, da haben wir eine Arti aufgemacht. Der T-95 sieht uns, das ist gut, kann aber nicht auf ihn schießen. Und da habe ich leider verschossen. Oh, übel. Aber die andere Artillerie ist aufgegangen. Jetzt sieht es doch gleich sehr viel besser aus. Die haben wir übrigens getroffen. Kriegen wir sie? Ja, der T-54 hat Arti Nummer 3 entfernt. Wir sind bei 3879 Schaden und anstatt jetzt zurückzufahren, denn unsere Arti hat da ein Objekt bereits rausgenommen, hole ich mir jetzt lieber den T-95, damit dieser mal raus ist und ich mal ein bisschen Schaden kriege. Da muss man einfach mal ein Tick egoistisch sein, um hier ein bisschen was abzusahen. Und die Chance war da. Nachher fahre ich eventuell nochmal in seine Kanone und das wollte ich jetzt einfach nicht riskieren. Außerdem steht er hier noch ziemlich nah am Cap. So, unser T-54 fährt der Artillerie weiter hinterher. Finde ich sehr, sehr gut. Hat er wirklich sehr gut mitgedacht. Die Base Dev ist weg. Der E4 steht bei uns irgendwo in der Basis. Eine Artillerie haben wir noch. Nein, der E4 ist noch da. Auch die Arti ist aufgegangen. T-54 schießt auf die Arti. Wir schießen auf den E4, welcher zurückkommt und versucht, sein Cap zu verteidigen. Keine Ahnung, wo das letzte Objekt ist. Aber ich schätze mal, das versucht, unsere Arti zu kriegen. Im Moment sieht es sehr gut aus. Wir müssen den E4 hier rauskriegen. Er weiß allerdings auch nicht, wo wir sind. Fährt hier mitten übers Feld, wird getrackt. Oh ja. Gut. Das Objekt 140 hat eine unglaublich hohe Rate of Fire, 6,18 Sekunden her. Gibt zusammen wirklich extrem hohe DPM. Und da verlässt der E4 das Spielfeld. 4 Kills, 6537 Schaden. Unser T-54 fährt nun in den Cap. Unsere Arti versucht uns hier zu unterstützen. Und ich sicher nach allen Richtungen ab, um hier das Objekt eventuell noch zu spotten, bevor es zurück in den Cap fährt. Also im Moment steht es 3:1 an Tanks hier noch. Haben wir wirklich gut aufgeräumt. Unsere Artillerie musste da einfach mal durch den Fleischwolf. Wer sich nicht bewegt, ist selber schuld. So, unser T-54 hat da wirklich ein extrem gutes Match gemacht. Hat hier perfekt mit mir zusammengearbeitet. War sehr, sehr gut. Vielen Dank dafür. Und jetzt müssen wir nur noch versuchen, das gegnerische Objekt irgendwie zu spotten. Da er sich aber nicht blicken lässt, fahre ich einfach mal mit in den Cap, um ihn jetzt zum Bewegen zu zwingen, damit er sich zeigt, damit wir wissen, wo er ist. Einen Schuss verkrafte ich auf jeden Fall noch. Hab hier auch mal auf Gold gewechselt, um wirklich sicher zu gehen, dass die Schüsse auch mal durch ein Objekt 140 toben gehen. Aber da ist er offen. Hat noch 1118 HP. Da habe ich ein bisschen das Zielkreuz verzogen, aber konnten ihm einen Schuss direkt durch den Toben ballern. Und, oh, sehr schön, wurde hier nochmal getroffen, hat nur noch 333 HP, genug für uns. Jetzt verzieht er sich aber. Wir wollen hier nicht riskieren, dass er jetzt noch hier einen Kill macht oder auf uns schießen kann, ohne dabei aufzugehen. Deswegen, ja, wieder Kontakt suchen, ihn spotten und unter Druck setzen und eventuell einen Kill abstauben. Ja, wir sind bei 6879 Schaden, 4 Kills, auch der T-54 mit 4 Kills dabei, sehr, sehr gut. Und das gegnerische Objekt ebenfalls mit 4 Kills. Also, die Objekte haben hier wirklich extrem gut gearbeitet. Da haben wir ihn, wir treffen ihn, er uns ebenfalls. 270 versus 59. Er kann uns jetzt mit einem Schuss rausnehmen, prallt aber ab und wir nehmen ihn raus. Der T-54 kann auch durchcappen, kriegt seine Medaille, alles ist gut. Ja,
Das war mal ein sehr schönes Match und da war ich ein wenig betrübt. Wir haben nur Second Class bekommen. High Kaliber, 1470 XP, 93.000 Credits bei 7509 Schaden, 5 Kills und es reicht nicht für einen Eistanker. Da war ich ein bisschen verdutzt, nicht mal First Class. Wie man sieht, 31 Schuss gefeuert, 26 haben getroffen, 26 haben durchschlagen. 1280 Potential Damage, aber wir haben leider nichts gespottet. Ja, daran lag es wohl, deswegen werden wir das auf jeden Fall nochmal etwas besser machen müssen im nächsten Gefecht. Diesmal sind wir auf der alten Version von Kumarin und ganz alleine. Ich schreibe unten im Chat schon Get Ready for Kill, denn auf dem alten Kumarin konnte man hier auf die G-Linie fahren, alles drüben spotten, was nach rechts will und es so rausnehmen. Das geht in dem neuen nicht mehr, allerdings ist das auch ein bisschen, naja, komisch. Da hat die Südseite ein bisschen bessere Chancen auf den Sieg durch die F- und G-Linie. Aber gut, das machen wir in einem anderen Video. Wir schauen uns erstmal nochmal eine Runde Objekt 140 auf dem alten Kumarin an. Wir gehen hier offensiv vor, wirklich richtig offensiv, versuchen hier so viel Sichtweite wie möglich einzubringen. Und da haben wir auch schon einen kleinen Löwen. Die arme Sau. Wird jetzt auch direkt von mir beschossen. 295 wieder unterm Durchschnitt. Ja, das, wie man sieht, passiert sehr, sehr häufig. Gut, der Löwe ist abgeprallt. Wir pumpen noch eine Kugel hinterher und ziehen uns jetzt auch zurück, so dass auch nur unser Häubchen rausguckt. Jetzt sollten wir auch langsam wieder zu sein. Deswegen wird nochmal der Löwe gespottet, rückwärts gefahren. Gun Depression haben wir ja nicht wirklich viel. Da haben wir mal einen ordentlichen Hit gelandet und der Löwe steht halt immer noch da. Ja, soll man noch ausnutzen. Erster Kill, Löwe ist raus. 928 Schaden in den ersten 1 Minute 20, das ist okay. Kann man nicht meckern und wir fahren rüber auf die rechte Seite. Ja, hier ging sehr, sehr viel beim alten Kumarin. Jetzt ist es ja eher für die andere Seite wichtig, hier diese Position zu besetzen. Hier wurde gar nichts besetzt, deswegen fahren wir aggressiv vor über die Achterlinie. Und nun mal sehen, was hier so aufgeht. Hier wunderbare Positionen, sind allerdings auch sehr exponiert. Sehen dauert ein Jagdtiger mit der Seite zu uns. Das müssen wir ausnutzen, 334 Schaden und zurückziehen. Wir wissen nicht, was in deren Basis steht. Da haben wir einen VK7201K in der Mitte gegen einen unseren AMX50B und E100. Unser andere E100 steht hinten in der Basis. Da steht er echt nicht gut. Und wir haben jetzt hier schon zwei Abpraller gekriegt von einem Rheinmetall und einem T34. Mit dem T34 hatte ich gerechnet, mit dem Rheinmetall eher nicht. Hatten wir Glück gehabt. Mal sehen. Wir sollten vielleicht nicht unser Glück so ausreizen, wie ich es hier tue. Das ist wirklich sehr gefährlich. Also wir können jetzt im Moment gerade nicht aufgehen. Außer wir fahren zu weit raus. Wie hier geschehen, wir sind offen. Und jetzt sehe ich hier rechts den Jagdtiger und ich will wissen, in welche Richtung er guckt, weil unser VK4502 hier einen schönen Hit landen konnte. Jetzt mache ich gleich etwas Dummes. Jetzt mache ich gleich etwas richtig Dummes und zwar fahre ich raus. Das sollte man jetzt auf keinen Fall machen, denn hier ist alles eingeranged, aber ich tue es trotzdem und sehe den Jagdtiger. Oh Mist, er steht Hulldown. Hulldowner geht's gar nicht und wir kriegen natürlich eine große Schelle vom Rheinmetall. Ja, das war blöde. Da haben wir uns wirklich 524 Schaden für Dummheit eingefangen. Das muss auch mal sein, sonst lernen wir es ja nie. 1558 Schaden, wir drehen hier ab. Das hat keinen Sinn, da sind alle irgendwie eingeranged. Der T34 wird uns noch richtig auf den Keks gehen wollen. Jetzt gehen wir hier auch noch random auf, wahrscheinlich vom Kankerer. Aber gut, hier kann erstmal nichts auf uns schießen. Hoffe ich zumindest. Der Jagdtiger da ist wirklich eine Gefahr, aber im Moment... Oh, rechts, Kankerer, ganz, ganz böse. Kann uns jetzt hier erwischen, schießt aber daneben. Wir bleiben stehen. Links sind wir jetzt erstmal noch geschützt von den Häusern und vom Jagdtiger. Wären wir jetzt weiter vorgefahren, hätten die uns alle in die Seite flanken können. Deswegen fahren wir jetzt erstmal vor. Sind im Moment abgeschirmt. Der T34 hat im Moment kein Schussfeld, deswegen geht es hier nach rechts. Jetzt gehen wir erst wieder auf und greifen den Conqueror an. Der Conqueror hat schon wieder daneben gezimmert, weil ich wieder stehen geblieben bin. Und nun geht es hier DPM gegen, ja, Tier 9er DPM. Da gewinnen wir auf jeden Fall. Mal gucken, ob er hier noch zwei Kugeln auf uns zimmern kann. Nein, er prallt ab mit Gold an unserem Turm. Sehr schön. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wenn man sowas hier eingeht, dann gehen auf jeden Fall mal 800 HP normalerweise flöten. Ja, 431, da hat er uns
Schön eine verpasst. Aber gut. Das muss man eingehen, wenn man hier einen Panzer komplett rausnehmen will. Und die strategisch wichtige Position ist weg. Jetzt ist leider unser MT-25 da drauf gegangen. Der Jagdtiger hat ihn sich geholt. Aber wir rächen ihn sofort. Zweiter Kill, 3423 Damage. Haben aber böse jetzt eben vom T-34 gefressen und eine HE vom Panther 2. Die HE war irgendwie ein bisschen witzlos, aber gut, wer weiß, auf was er schießen wollte. Hatte er vielleicht gerade so noch geladen. Jetzt müssen wir hier kurz abwarten, was unser Team macht. Im Moment brauchen wir hier ein bisschen mehr Support. Alleine werden wir hier nicht mehr weit kommen. Stehen aber sehr gut. Können jetzt hier rechts den T-34 und den Panther ein bisschen unter Druck setzen. Und der Panther geht erstmal raus. Sehr schön. Ja, kriegen wir einen Schuss auf den AMX-50B. Im Moment geht unser Team hier wirklich gut ab. Ja, der Schuss müsste getroffen haben. Da ist der AMX-50B wirklich saudoof hochgefahren. Auch wenn er von Baba ist. Liebe Grüße an dieser Stelle. Aber das war natürlich nicht gut. Der AMX-50B steht dort an einer sehr guten Stelle. Es sei denn, man macht das, was wir jetzt machen und flankieren ihn. Wir sind an einem T-34 abgeprallt, an der Wanne. Das sieht man auch nicht häufig. Gut, der nächste Schuss sitzt. Ich bin nicht alleine, der da drauf schießt. Sehr schön. 1100 Schaden für den T-34. Dieser zieht sich jetzt zurück, kriegt nochmal einen Schuss von uns. 313 Damage. Und der nächste sollte ihn eigentlich rausnehmen. Ja, sehr schön. Wir haben unseren vierten Kill, haben mittlerweile sogar ein bisschen was gespottet, im Gegensatz zu dem Replay davor. 4142 Schaden und es steht 10 zu 7. Aber die großen Brocken sind natürlich noch da. Unsere beiden E100s in der Mitte müssen sich nun eine neue Position suchen. Dort sind nämlich die Gegner alle. Der AMX-50B ist im Moment für unser Team nicht erreichbar. Da hat sich unser C-Ferter von Baba wirklich gut versteckt. Den müssen wir machen. Wir haben nur noch 568 HP. Gehen jetzt auch noch auf. Das ist gar nicht gut. Schnell nach unten so tief wie möglich im Morast verstecken, dass wir auch gar nicht von irgendwas beschossen werden können, was da in der Base steht. Ich hatte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass mich jetzt ein Rheinmetall wegfetzt. Aber da haben wir Glück gehabt. Ja, da ist es passiert. Der Rheinmetall geht dabei sogar auf. Hat allerdings daneben geschossen. Da war unser Schutzengel wirklich mal sehr, sehr gut zu uns. Und wir stehen jetzt Hull down, können hier nochmal schön reinflanken. Ich weiß gar nicht, ob wir den getroffen haben, ist auch egal, er ist erstmal weg. So, wenn wir jetzt weiter vorfahren, kriegen wir von unserem Baba-Freund dort links in die Flanke. Der AMX steht natürlich immer noch da. Mal gucken, ob wir ihn irgendwie aufkriegen. Das ist gar nicht so einfach, ohne dass wir uns hier der Basis präsentieren. Das wollen wir natürlich auch nicht. Da sind jede Menge große Kanonen, die auf uns wirken können. Oh, der AMX ist da. Er sieht uns sogar. Nee, er sieht uns nicht. Haha. Sehr schön. Dann können wir weiter draufhalten. Zweiter Schuss, 358, das war mal ein schöner hoher Roll. Den haben wir ja selten. 688 Schaden haben wir schon an dem AMX gemacht. Fahren jetzt weiter vor. Er sieht uns nicht. Schießt jetzt auch ins Leere. Er weiß, dass wir ungefähr hier sind, aber er vermutet uns hinter dem falschen Busch. Dritter Schuss ging ins Leere und wir pulverisieren jetzt sein Türmchen. Oh, da sind wir abgeprallt. Das war eine Kugel vom Objekt, welche nicht wirklich mal in die Mitte ging. Das ist eher selten. Wie gesagt, ich finde das Objekt sehr viel besser als der T-62. Da prallt mir einfach zu wenig ab. Und die Kanone ist mir irgendwie zu ungenau, obwohl sie eigentlich genauer sein sollte. Aber gut, wir haben unseren Baba-Freund rausgenommen. AMX-50B liegt auf dem Schrottplatz. Und nun ist hier erstmal Ruhe. Wir haben nur noch 7 APCR-Schüsse. Ansonsten noch ein bisschen Heat. Heat wollte ich jetzt eigentlich nicht verwenden. Jetzt müssen wir mal wieder auf unser Team hoffen und der AMX fährt davor. Das ist ziemlich gefährlich, was er macht. Da sind noch jede Menge große Kanonen, aber wir können hier... Danke, AMX. Super, du stehst echt perfekt. Wir können leider nicht mehr auf irgendwas wirken, weil der AMX sich natürlich direkt vor uns positionieren musste. Ja, er macht es natürlich gleich nochmal. Ne, jetzt ist er weg. Sehr schön. Gut, wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten. Entweder wir schießen dort die Türmchen ab oder wir fahren noch ein wenig vor. Wir können natürlich auch direkt einen Rush in den Wald, in den gegnerischen Cap versuchen. Aber im Moment steht da immer noch ein E100. Wir können nicht wirklich viel von ihm beschießen. Ich habe es oben versucht durch den Balken. Aber natürlich stand er da so gut angewinkelt, dass wir da gar keine Chance haben durchzukommen. Gut, lassen wir das. Hat keinen Sinn. Drei Schuss haben wir noch. Unser Team fängt jetzt langsam an vorzurücken. Endlich. Dann können wir jetzt uns nämlich um den Wald kümmern. Da steht irgendwo noch ein Rheinmetall. Borsig, mit dem haben wir noch eine Rechnung offen.
eine ziemlich große, 524 Rechnungen, um genau zu sein. Und mal sehen, ob wir diese zurückzahlen können. So, am Cap vorbei, ganz wichtig, dass wir hier nicht unsere Position verraten. Ganz rechts über die A-Linie, dass er nur vor uns und links erscheinen kann und uns nicht von rechts in die Seite fällt. So, Wargaming in seiner endlosen Weisheit hat natürlich hier unglaublich viele Hügel eingebaut, dass sich die ganzen TDs hier auch wunderbar verstecken können. Deswegen war diese Karte einfach nur ätzend. Außer man sitzt in einem Objekt 140. Da war sie irgendwie lustig. Die hat mir da echt Spaß gemacht. Und der Rheinmetall ist gerade nicht anwesend. Deswegen versuchen wir nochmal einen Sneaky Shot auf den IS-7, der nämlich gerade eben aufgegangen ist. Da ist der Rheinmetall. Von dem ist nicht mehr viel übrig. Den dürften wir also einmal getroffen haben. Der IS-7 ist ebenfalls rausgegangen. Mal gucken, ob wir jetzt den Rheinmetall rausnehmen. Ja, Rache ist Blutwurst. Da haben wir ihn erwischt. Jetzt ist nur noch der E100 da. Wir sind bei 6 Kills, 6270 Schaden. Also ähnlich dem ersten Match. Haben diesmal aber einiges gespottet. Gehen jetzt auch nochmal auf. Damit hatte ich jetzt echt nicht gerechnet. Wer weiß, wo ich da wieder irgendeine Lücke übersehen habe. Deswegen bleiben wir mal kurz stehen. Einen E100-Schuss können wir im Moment nicht verkraften. Deswegen lassen wir unser Team den jetzt einfach mal spotten. Und jetzt hier durch jede Menge Grünzeugs einfach unten in die untere Wanne. 1800 Schaden, da ist noch genug zu holen. Und 301 Schaden. Ja, wir stehen hier sehr gut, kommen hier ohne Probleme durch, haben allerdings nur noch 9 Schuss. Leider musste ich hier auf Gold wechseln, da von dem restlichen Kropfzeug nicht mehr viel da war. Und vielleicht kriegen wir sogar noch den Kill. Na, schaffen wir es. Wir sind jetzt sogar offen. Das ist gefährlich. Der muss sitzen. Haben wir Glück gehabt. Ja, wir haben es überlebt. 7 Kills. War auf jeden Fall ein lustiges Match. Und da habe ich endlich meinen Ace-Tanker. Ja, 11.000 XP. Das war so ein Fünffach-Ding. Insgesamt waren das also 2.100 circa oder 2.200. Ja, wir haben unser High-Kaliber. Wir haben unser Sniper und unseren Top Gun. Wir sind bei 8.540 Damage. 7 Kills. Ja. So viel muss man ungefähr machen, um Ace-Tanker zu kriegen. Das war ziemlich interessant, dieses Match. Haben auch noch 3685 Damage abgewehrt durch die Panzerung und mal endlich was gespottet. 2851 Damage nochmal dazu. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns demnächst wieder bei anderen Videos. Macht's gut, bis bald, euer Mo. Tschüss.